Ich grüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ein neues Jahr. Und natürlich weiß niemand von uns, wie die Zukunft wird. Aber das Großartige ist, wir kennen den, der gestern, heute und in alle Ewigkeit immer derselbe bleiben wird. Und unser Leben in seine Hand zu geben, bedeutet auch in diesem Jahr zu sagen, Herr, führ du uns, sei mit uns und lenk du unsere Schritte. Wir sind gerade in der Reihe Toxic oder giftige Gedanken. Heute heißt das Thema giftige Beziehung. Und jeder von uns liebt großartige, liebevolle, intensiv gelebte und motivierende Beziehungen, oder? Natürlich. Das Ziel ist für alle klar. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Ehrlicherweise sagt die Statistik, dass wir in Deutschland zwischen 37% und 40% Scheidungen haben. Das heißt, Menschen sind mal mit dem Ansatz angetreten, wir lieben uns und wir wollen miteinander leben und wir wollen uns gegenseitig bereichern. Am Ende ist es zerbrochen. Giftige Beziehungen. Und nirgendwo werden diese Beziehungen mehr auseinandergelegt und breitgetreten wie in der Presse. Ich erinnere mich an eine Dame, sie war aus einer Kirche, sie war im Kirchenchor, sie war eine Christin. Sie lebte ihren Glauben auch da, wo man sie fragte. Whitney Houston galt als eine der schönsten Stimmen überhaupt auf dieser Erde. Und sie entschied sich, Bobby Brown zu heiraten. Ein Mann, der ganz offensichtlich mit der herausragenden Stellung seiner Frau nicht klarkam. Und sie musste versuchen, sich klein zu machen, um ihm nicht Raum zu geben oder Anlass zu geben, über sie in irgendeiner Form sich aufzuregen. Diese Beziehung wurde geprägt von Gewalt, von Drogen, von Exzessen aller Art. Am Ende, nach 14 Jahren, schaffte es sie, von diesem Mann sich zu trennen. Aber ihr Leben war eigentlich gelebt. Ihre Karriere war ehrlicherweise vorbei. Die Stimme kam nie wieder auf diese Höhen, die sie mal hatte. Und sie nahm sich das Leben. 48 Jahre. Wir erleben an diesen Beispielen, wie toxisch, wie giftig, wie zerstörerisch Beziehungen sein können. Und wer die Regenbogenpresse ein bisschen durchforstet, der findet ein Fallbeispiel nach dem anderen. Vielleicht das berühmteste war das Paar Elizabeth Taylor und Richard Burton, die regelrechte Bürgerkriege miteinander ausfochten. Und der Versuch beim zweiten Mal nochmal anzufangen, hielt auch kein Jahr. Letztlich merken wir alle, Beziehung kann der Himmel sein, aber Beziehung kann auch echt die Hölle werden. Menschen können unsere größten Förderer sein, aber sie können auch unsere größten Zerstörer sein. Und hier liegt der Ansatz heute. Schaffen wir es, Beziehungen aufzubauen, die uns nach vorne bringen? Und lernen wir, die Gefahren zu entdecken, die giftige Beziehung in sich tragen. Wer schon mal solche Leute erlebt hat, so echte Kraftfresser, der weiß, was das auch mit seiner Seele macht. Und ihr alle kennt, wenn ihr in eure Verwandtschaft schaut oder in euren Freundeskreis, diese typischen Nervensägen, oder? Wenn du keine kennst, vielleicht bist du die Nervensäge. Die anderen haben es vielleicht doch gar nicht gesagt. Nein, Spaß. Heute geht es uns darum, wie können wir uns aus giftigen Beziehungen befreien? Und was für einen Ansatz bietet Gott uns, um vielleicht gar nicht erst reinzukommen und von vornherein bestimmte Signale für uns zu filtern und zu sagen, jawohl, das hilft mir, in die richtige Richtung zu denken. Mir gefällt ein Satz, den der Apostel Paulus sagt, in 1. Korinther 15, Vers 53. Er sagt, irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt den Charakter. Also auf Deutsch übersetzt, wenn du mit den falschen Leuten abhängst, wirst du dich entsprechend entwickeln. Oder, wie sagt der deutsche Volksmund, sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du wirst. Und da ist eine Riesenwahrheit drin. Wir alle kennen das. Ich erinnere mich an unsere Kinder, die plötzlich aus dem Kindergarten kamen und irgendwelche Kraftausdrücke mitbrachten und wir richtig geschockt am Tisch waren und uns gefragt haben, hey, wo hast du das denn her?
Wieso? Mein Freund sagt das auch immer. Genau. Und wir merken, Umgang prägt. Oder wenn du dich an deine Phase erinnerst als Jugendlicher, je nachdem, mit welcher Clique du abgehangen hast, in die Richtung hast du dich entwickelt. Ich war mit Leuten unterwegs, damals, man nannte das KBW, Kommunistischer Bund Westdeutschlands, und es brauchte nicht lange, bis ich irgendwann Steine werfender Weise vor irgendwelchen Werften auftauchte, weil ich dachte, ich muss irgendwie die Welt retten. Die Leute, mit denen du Umgang hast, die prägen dich. Und ist der Umgang zerstörerisch, wirst du ein zerstörerisches Leben führen. In der Bibel gibt es ein Fallbeispiel, erschreckend aber wahr. Dieser junge Mann ist zusammen mit seinem Onkel. Sein Onkel heißt Abraham. Abraham ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, jemand, der Gott sucht. Lot hat sich angehängt und solange wie er mit Abraham unterwegs war, solange ging sein Leben gut. Sie kam in das fruchtbare Jordantal, in die Jordanebene. Ihre Herden waren mittlerweile so groß, dass man irgendwas machen musste. Und Lot entscheidet sich, sieht das großartige Land, sieht das Wasser, sieht für seine Herden großartige Weide und entscheidet sich, hier werde ich hinziehen. Dass die Städte in dieser Gegend Sodom und Gomorra heißen, interessiert ihn nicht. Er sieht seinen Vorteil. Es braucht nicht lange und diese Städte werden in einen Krieg verwickelt und logischerweise ist Lot natürlich auch Teil von diesem Krieg und Abraham muss mit aller Anstrengung versuchen, seinen Neffen dort rauszuhauen. Es braucht nicht lange. Lot steigt auf, er kommt in den Stadtrat von Sodom und die Entwicklung der Stadt geht immer mehr bergab. Am Ende muss sich Gott entscheiden, das Gericht über diese Stadt zu sprechen. Und nur durch die Intervention von Abraham wird Lot nicht mit dieser Stadt zerstört, sondern Gott schickt Engel, die ihn da rausholen. Aber als diese Engel vorbeikommen, kommt der homosexuelle Mob in Bewegung und will diese Engel vergewaltigen. Und die Moral von Lot war so weit gestört, dass er diesem Mob seine eigenen Töchter anbietet, sie zu vergewaltigen und bitte die Gastfreundschaft zu wahren. Was für eine kranke Entscheidung. Die Engel geben ihnen mit, ey, schaut nicht zurück, sondern guckt, dass ihr aus diesem Sodom und Gomorra rauskommt, damit das Gericht Gottes an euch vorbeigehen kann. Aber die Frau ist so involviert in dieses Leben, dass sie zurückschaut und zur Salzsäule erstarrt. Ein bisschen später, Lot hat es irgendwie geschafft, mit Gottes Hilfe da rauszukommen. Entdecken seine Töchter, dass sie eigentlich keine Nachkommen haben werden und kommen auf den furchtbaren Gedanken, ihren Vater betrunken zu machen, Inzest zu begehen und darüber Kinder zu bekommen. Und wir merken schon, wie verworren das Denken sein muss, um auf solche krausen Ideen zu kommen. Was für eine furchtbare Entwicklung. Sag mir, mit wem du umgehst. Und ich sag dir, wer dein Wertesystem auf Dauer steuern wird. Ich sag dir, wohin du dich entwickeln wirst. Und das ist der Grund, warum die Bibel in 2. Timotheus 2, die Verse 16 und 17 folgendes sagt. Beteilige dich nicht an dem heillosen Geschwätz gewisser Leute. Sie entfernen sich dadurch nur immer weiter von Gott. Wie ein todbringendes Krebsgeschwür breitet sich ihre falsche Art zu reden und zu denken aus. Gottlose Leute haben eine gottlose Meinung, gottlose Werte, eine gottlose Moral. Und wenn du dich mit ihnen zusammentust, wird dich das infizieren. Ich weiß nicht, ob du schon mal Wundbrand gesehen hast. Das kommt immer dann, wenn sich eine Wunde infiziert. Man nichts dagegen tut, breitet sich dieser Krankheitsherd aus und frisst das gesunde Gewebe und irgendwann entstehen dann diese furchtbaren, zerstörten, toten Bereiche. Und genau dasselbe passiert in Beziehungen. Und ich möchte heute mit dir drei kurze, kaputtmachende, zerstörerische Beziehungen anschauen. Die erste ist, mit negativ behafteten Menschen. Kennst du das? Du bist mit Leuten zusammen und die sehen immer das Haar in der Suppe.
Die sind nie mit irgendwas zufrieden. Es gibt immer irgendwas zu meckern und zu mäkeln. Es gibt immer einen Punkt, warum man über irgendwas und irgendwen herziehen muss. Und du spürst, wenn du mit diesen Leuten zusammen bist, die ziehen dich runter. Die zerstören deine Freude, die zerstören deine Lebensenergie, die berauben dich und machen dich ganz klein. Und wir merken, in dem Einfluss einer solchen Beziehung wirst du selber immer negativer und zerstörerischer. Das Fallbeispiel dazu ist das Volk Israel. Sie werden von Gott befreit. Sie erleben Gottes unglaublichen Segen, ob es das Manna ist vom Himmel jeden Tag oder das Wasser, das aus dem Felsen kommt oder die Wachteln, die Gott vorbeischickt. Sie haben immer einen Punkt zu murren und zu meckern. Und am Ende kommen sie niemals in diese glückbringende Beziehung mit Gott hinein und sie verpassen das sogenannte gelobte Land. Schade. Die zweite Beziehung, die diesen todbringenden Keim in sich hat, sind sogenannte Machtmenschen oder Kontrolleure. Leute, die immer überall mitreden müssen, die überall ihre Meinung und ihre Stimme reinbringen müssen, die mit aller Macht manipulieren, so lange, bis genau das rauskommt, was sie wollen. Und du spürst, diese Leute nehmen dir die Luft zum Atmen. Sie nehmen jegliche Entwicklungsfreiheit raus und am Ende merkst du, wirst du zur Marionette. Und wenn du nicht mitspielst, dann wirst du ausradiert, ausgesourced, wie man das heute so schön sagt. Und du spürst, hey, diese Menschen sind wie eine Spinne, die regelrecht das Letzte herauspresst. Und wir merken, hey, das ist kein Lebensstil, zu dem Gott uns berufen hat. Und wenn du das merkst, merkst du, hey, diese Beziehung ist richtig toxisch. Hier klammert jemand, hier zerstört mich jemand, hier nimmt jemand mit seiner Eifersucht oder mit seinem Machtgehabe mein ganzes Leben in Beschlag und ich kann gar nicht mehr ich selber sein. Das Dritte, auch so eine toxische Beziehung, sogenannte Verführer, Menschen, die immer neben der eigentlichen Spur leben, die immer diesen Hang zur Sünde haben. Das, was verboten ist, ist für sie mega spannend. Das, was Spaß macht, hat in der Regel nichts mit Gottes Ordnung, mit Gottes Regeln zu tun. Sie wissen immer, wo man die Drogen hernimmt. Sie wissen immer, wie man irgendwas schwarz machen kann. Sie wissen immer, wie man übers Gesetz hinausschießen kann. Verführer, die dich am Ende immer dahin bringen, wo es für dich zerstörerisch wird. Niemand im Alten Testament war so unglaublich geistlich begabt wie Simson. Es gab einen Bereich in seinem Leben, da hatte er den Eindruck, er verpasst irgendwas. Und er ging diese toxische, diese giftige Beziehung zu einer Frau ein, die Delila hieß. Und sie hatte einen einzigen Gedanken, ihn an die Feinde auszuliefern. Und er kam aus dieser Beziehung nicht raus. Sie war irgendwie erotisch, sie war irgendwie verführerisch. Es war immer irgendwie so dieses Knistern des Verbotenen da. Am Ende hat seine Berufung, sein Leben zerstört. So, wenn du merkst, es gibt diese Beziehungen bei dir, dann wach auf und sag dir, hey, ist das wirklich Gottes Plan? Gott hat dich nicht dazu berufen, in einer giftigen Beziehung zu leben. Gott hat dich auch nicht berufen, selber giftig zu sein in deinen Beziehungen, sondern Gott hat uns dazu berufen, Lebensstifter zu sein. Das, was aus unserem Leben herauskommen soll, soll andere reich machen und befreien. Dort, wo wir sind, wird Leben geschaffen. Das ist, was Gott in uns hineingelegt hat. Und wir müssen das wieder entdecken. Bevor wir anderen helfen können, müssen wir selber in Gesundheit hineinkommen. Ich weiß nicht, wie oft du schon mit dem Flugzeug geflogen bist, aber ich erlebe immer wieder eine Sache. Dort, bevor der Flieger abhebt, kommt die Stewardess und erklärt, wenn irgendwie es Druckabfall in dieser Kabine geben sollte, dann springen diese Sauerstoffmasken raus und dann bitte nehmen Sie eine, setzen Sie auf und gucken Sie, was passiert.
Und der Gedankengang ist absolut richtig. Zuerst musst du selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor du jemandem helfen kannst, weil wenn du nicht gesund und stark bist, wie willst du jemandem helfen, der gerade in Not ist? So, hier liegt der Punkt. Wir müssen lernen, gesunde Beziehungen zu leben. Wie macht man das? Ich glaube, wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, giftige Beziehungen zu handeln. Und der erste wichtige Ansatz, den ich entdecke, ist, setze klare Grenzen. In der Psychologie sagt man, man muss Stoppschilder entwickeln. Das heißt, eine Grenze zu ziehen bedeutet, ich mache klar, was drinnen ist und was draußen ist. Ich mache klar, was für mich gut ist und was für mich schlecht ist. Das Gute lasse ich rein, dem Bösen, dem, was mich zerstören will, setze ich eine klare Grenze. Wo du spürst, dass bestimmte Verhaltensweisen von Menschen dich berauben, musst du Mut entwickeln und sagen, stopp, hier ist die Grenze. Wenn du jetzt so ein komisches Gefühl bekommst und dir denkst, wieso, ich bin doch ein Christ, ich muss doch alle Menschen gleich lieben, ich kann doch nicht irgendwen ausgrenzen. Lass uns mal gucken, wie hat Jesus das denn gehandhabt? Jesus liebte alle Menschen, aber deshalb behandelte er nicht alle gleich. Jesus war von Massen von Menschen umgeben. Das bedeutete aber nicht, dass er mit allen den gleichen Kontakt pflegte und er alle gleich nah an sein Leben heranließ. Nein, er suchte sich 12 Jünger und von diesen 12 suchte er nochmal 3 und mit denen hatte er eine ganz, ganz intensive Beziehung. Jesus liebte alle, aber behandelte nicht alle gleich. Wenn wir entdecken, wie liebevoll er mit einem Aussätzigen umgehen konnte, sind wir ein bisschen erschüttert, wenn wir merken, wie sehr rau und drastisch er mit den Pharisäern redete. Oder wenn er Herodes einen listigen Fuchs nannte. Jesus konnte sehr deutlich werden, wenn Menschen seine Grenzen überschritten. Petrus kommt mal zu ihm, als Jesus über seine Kreuzigung und den Tod geredet hatte und sagt zu ihm, Herr, schon dich, das hoffentlich passiert dir ja nie. Jesus ist total deutlich und sagt, hey, Satan, hinter mich. Das, was du redest, ist nicht das, was Gott will, sondern nur was Menschliches. Oder Jesus ist mitten im Gespräch mit Leuten und erklärt das Reich Gottes und seine Familie kommt vorbei und unterbricht ihn und möchte, dass er rausgeht. Und Jesus stellt eine sehr provokative Frage und sagt, Leute, hey, wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester, wer ist meine Familie? Die den Willen Gottes des Vaters tun, das sind meine Leute. Und er brüskiert seine Familie. Die Leute sind geschockt. Hey, Jesus konnte deutlich sein. Jesus konnte Grenzen setzen. Und wenn irgendeine Beziehung dazu führte, dass seine Beziehung zu Gott darunter leiden sollte, dann war Jesus total strikt und hielt das Stoppschild hoch. Ich glaube, hier müssen wir lernen. Wenn Menschen uns unter Druck setzen, wenn Menschen von uns Dinge fordern, die uns überhaupt nicht gut tun, wenn sie uns mit irgendwelchen Dingen in Versuchung bringen wollen, wenn sie uns einen Lebensstil aufdrücken wollen, der uns nicht wirklich in unserer Gottesbeziehung fördert, sei mutig und erheb das Stoppschild. Ich merke, dass ich für mich selber so Grenzen gezogen habe. Wenn ich eingeladen bin und ich merke, bestimmte Themen gehen dazu über, Leute durch den Kakao zu ziehen oder irgendwelche Leute zu diskriminieren oder man macht sich auf Kosten anderer irgendwo lustig. Ich habe mir die Freiheit rausgenommen, klar was zu sagen, mich zu positionieren und wenn es mir völlig gegen den Strich geht, mich auch zu verabschieden. Sei mutig und beginne Grenzen zu ziehen und deine Beziehung zu Gott und deine Beziehung zu Menschen zu schützen und wirklich zu sagen, hey, ich möchte, dass in meiner Beziehung wirklich Reich Gottes und Liebe und Frieden die oberste Priorität bekommt. Ich glaube, wir können manchmal Leute schocken, ja, aber hey, entscheidend ist, dass wir lernen, wirklich gesunde, klare, reine Beziehungen aufzubauen.
Jemand kam zu mir und ich fand es nett und er sagt, du, ich bin doch gerade in meiner Arbeit und es gibt da so ein paar Leute, die mich anflirten, was mache ich? Und ich habe gesagt, überleg dir gut, ist das eine Beziehung, die du wirklich willst, von der du glaubst, dass Gott sie dir geschenkt hat, dass da wirklich der Maßstab Gottes gehalten wird? Die Person sagte, ich weiß nicht genau. Dann sage ich, du, mach's ganz einfach. Beim nächsten Mal sagst du, weißt du, wir können uns kennenlernen, aber ich will dir sagen, mich gibt's nur im Doppelpack. Jesus und mich. Und wenn du mit meinem Glauben klarkommst, hey, dann herzlich willkommen. Und das Problem regelte sich relativ schnell. Zweite für mich wichtige Geschichte ist, wenn du unterwegs bist und du merkst, es kommen Beziehungen in dein Leben und sie haben diesen giftigen, diesen zerstörerischen Charakter, hab Mut, schneide Beziehungen wirklich massiv ab. Nein, du sollst mich nicht falsch verstehen. Das bedeutet nicht, nur weil du Stress in deiner Ehe hast, dich jetzt scheiden zu lassen oder weil Kinder sich nicht so entwickeln, wie du wolltest, sie einfach aus dem Haus zu jagen. Darüber rede ich nicht. Wenn Stress in der Ehe ist, dann soll man sich Hilfe holen. Das ist ein wichtiger Ansatz. Wenn du merkst, in der Familie gibt es Dinge, die nicht sauber geklärt werden können von deiner Seite, hol dir Hilfe von außen. Nein, ich rede von Beziehungen, die wirklich dir schaden, die deiner Gottesbeziehung schaden und die am Ende dich in deiner Berufung nicht fördern, sondern dich runterziehen. Gott gab zum Beispiel dem Volk Israel den Rat und sagte, vermischt euch nicht mit den heidnischen, götzendienerischen Völkern. Weil das, was ihr glaubt und euer Gottesbild und das, was diese Götzenanbeter glauben, das passt einfach nicht zusammen. Im Neuen Testament wird das aufgegriffen. Paulus sagt es und sagt, Leute, überlegt euch gut, ob ihr mit ungläubigen Leuten am selben Joch ziehen sollt. Merkt ihr nicht, dass ihr ganz andere Werte habt, ganz andere Vorstellungen, ganz andere Zielsetzungen? Und das passt nicht zusammen. Ihr werdet merken, dass eure Beziehungen miteinander nicht harmonisch ineinander gehen. So seid klug und macht von vornherein keine Kompromisse, die euch am Ende zerstören. Ihr lieben Freunde, ich bin eine Weile schon Pastor. Und immer wieder habe ich das gesehen, wie Leute kamen und sagten, hey, ich glaube aber, ich habe jemanden gefunden, den ich liebe. Meine Frage, ist er mit dir auf derselben Ebene des Glaubens? Ist Jesus euer Mittelpunkt? Ist das Wort Gottes eure Richtschnur, die euch eure Werte vermittelt? Wie werdet ihr eure Kinder erziehen? Habt ihr da eine gemeinsame Vorgehensweise? Und ich spüre, dass hier so viel im Argen liegt. Hey, giftige Beziehungen, die dich wegbringen von deinem Glauben, die dich wegbringen von deiner Jesus-Beziehung, die dich wegbringen von deiner Bestimmung, schneid sie ab und sei mutig. Jesus sagt mal zu den Leuten, die mit ihm unterwegs sind, er sagt, wenn dich dein Auge zur Sünde reizt, also sprich, wenn dich das, was du anschaust, wegbringt von deiner eigentlichen Bestimmung, reiß es raus, sei konsequent. Und sag Gott, ich will die Beziehung zu dir zur obersten Priorität meines Lebens machen. Und wenn wir das tun, erleben wir, wie Gott mit uns ist. Ich würde dich einladen wollen, wirklich bewusst zu beten und zu sagen, Herr Jesus, wo gibt es Beziehungen, die mich berauben? Wo merke ich, bin ich Verführern, bin ich Kontrolleuren, bin ich so Meckerern auf den Leim gegangen und mein Leben geht in die falsche Richtung. Herr, wo ich spüre, ich habe Kompromisse gemacht, wo ich keine hätte machen sollen. Ich habe die Grenze nicht gezogen, wo ich sie hätte ziehen sollen. Ich spüre, da reißt mich was runter in meinem Leben und ich merke, das muss ich abschneiden. Gott, ich will zu dir kommen und meine Sünde bekennen, aber dich auch bitten, gib mir Kraft und gib mir Weisheit und Mut, hier ohne Kompromisse, mit deiner Liebe, aber auch mit deiner Wahrheit klare Beziehungen zu schaffen. Gott, ich möchte wieder in einer ungestörten Liebesbeziehung zu dir stehen. Und es soll mir nichts wichtiger sein als mein Herz und dein Herz. Herr, gib mir Mut, gib mir Klarheit, gib mir deine Kraft. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.